Sissel, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims. Hey Max, du sollst doch kochen. Du sollst ja jetzt hier nicht das Essen auf dem Herd stehen lassen. Echt, meine Sims regen mich hier gerade wieder auf. Die beiden Schicksen, die nehmen sich einfach das Essen aus dem Kühlschrank. Scheißen auf gut Deutsch gesagt darauf, dass Max am Kochen ist und sich Mühe für die gibt und nehmen sich einfach irgendwas, was da schon Ewigkeiten steht. Hallo, Max will Koch werden. Wie will der sich denn dann fühlen? Also das finde ich jetzt gerade schon ein bisschen respektlos von den beiden, wenn er am Kochen ist, sich vorher extra noch was aus dem Kühlschrank zu holen, um ja keinen Hunger mehr für sein Essen zu haben. Sowas regt mich halt echt richtig auf. Das geht ja mal gar nicht. Oh ja, die beiden verstehen sich gar nicht mehr. Oh, Cassandra Grusel steht hier vor der Tür. Komm, die können wir mal hereinbitten. Da kommt sie auch schon. Es kann nicht schaden, wenn Cleo so jemanden kennt. Die sieht irgendwie so intelligent aus. Die kann ihr bestimmt mal irgendwann Nachhilfe geben, wenn sie Probleme hat in der Schule. Wie lange sei ich noch auf der Arbeit, der Jerry? Bis 17 Uhr. Das heißt, okay, noch eine Stunde. Und das heißt auch, dass Max jetzt auf die Arbeit muss. Wir sind zu den Nudeln geworden. Ja, Qualität gut. Das ist doch in Ordnung. So, hier räumen wir erstmal wieder auf. Die kommt zu Casey ins Inventar. Jetzt will ich mal kurz gucken im Baumodus. Hier unten links Haushaltsinventar. Wo ist denn? Einzelne Rose. Hochzeitssäule mit Blumenkorb. Das ist wahrscheinlich das, was wir da von der Hochzeit übrig behalten haben. Ist doch echt hübsch. Das könnten wir doch mal hier hinstellen. Wie sieht das aus, wenn wir es eins größer machen? Allgemeiner Fehler. Wie? Es hat doch funktioniert. Vielleicht hier hinstellen oder so? Weiter hier in die Ecke rein. Nee, das sieht so nichts aus. Ich glaube, das mache ich lieber wieder kleiner. Und wir lassen es doch irgendwo so hier hinten, hier mal so stehen. Was haben wir hier noch? Ach, das sind nur ein paar kleine Blümchen. Das könnten wir trotzdem mal so hier noch neben den PC stellen. So. So. Max ist beschämt. Warum? Jemanden anrufen will er gerne, aber geht jetzt gar nicht, weil arbeiten ist. Beschämt, unbehagliche Begegnung. Wo kann ich mich verstecken? Das war eine unangenehme Unterhaltung. Ja, mit Casey, ja, die beiden sind sich ja nun wirklich nicht mehr so sonderlich grün. Was sehr schade ist, wo sie sich früher wirklich gut verstanden haben und ein Paar waren und jetzt... Ja, komm, dann isst du noch den Rest Gartensalat, Cleo. Du brauchst nicht mehr so viel heute. Der Gartensalat, der reicht locker für dich. Da brauchst du keinen kompletten Teller mehr mit, ne, von Macaroni mit Käse. Das wird dann zu viel. Ach, das war nur noch eine Gabel? Ach komm, ernsthaft? Also echt. So, da macht sich gerade mein Handy bemerkbar. Direkt erstmal abgewürgt. So. So. Wo will jetzt Casey hin? Casey will tanzen. Oh ja, Cassandra kommt richtig aus sich raus. Ja, ja, lassen wir die beiden mal ein bisschen tanzen. Yay, Jerry ist heute... ist nach Hause gekommen. Was ist denn gerade mit meinem Computer schon wieder los hier? Ich glaube, der braucht noch mal eine Gehirnwäsche hier. Okay, Jerry, ich möchte Jerry auf die Toilette schicken. Geht aber gerade nicht, gerade ist alles besetzt. Wie lange duscht sie noch? Ach nee, sie ist fertig mit Duschen. Das ist gut, dann kann sie dahin. Jerry, nein, du isst jetzt nichts und du gehst erst richtig an den Kühlschrank und holst dir Salat raus, wenn hier vorne noch Nudeln stehen. Also ehrlich, so. Wenn du da fertig bist, dann nimmst du dir hier ein paar Nudeln. Bin ich mal gespannt, wie sie dir schmecken. Die sind immerhin von Max gekocht, also. Er hat auch mal ein bisschen Anerkennung verdient hier.
So. Alexis schickt mir direkt mal noch, an noch ein Motivationsbuch, denn sie muss ja noch ein Buch schreiben und selbst veröffentlichen, damit sie hier wieder... Der Spiegel lügt. Na, ist das ein Motivationsbuch? Ich bin mir nicht sicher, aber lassen wir sie einfach mal raushauen. Bislang kommen ihre Bücher ja sehr gut an. So. Du brauchst nicht mehr so viel, aber ein bisschen was für Magen bräuchte Cleo auch noch. Lass uns mal ein Glas Milch trinken. Milch macht ja schön satt. Oh, Jerry sitzt ganz alleine hier draußen. Ja, vielleicht genießt er den Sonnenuntergang. Er genießt auf jeden Fall das Essen, was Max Entschuldigung, was Max zubereitet hat. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen hier. Was ist denn gerade mit meinem Hals los? Ja, sowas aber auch. Frösche gehören in Teichhörnchenhals. So. Muss heute noch irgendwer von euch arbeiten? Nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Okay, das heißt, nur noch Max ist arbeiten, aber natürlich auch wieder bis 1 Uhr nachts. Das heißt, der ist jetzt noch 6 Stunden aus dem Haus, der Arme. Och Mensch, guck mal hier. Die glückliche Familie. Auch wenn Cleo nicht von Jerry ist. Jerry weiß das nicht. Cleo weiß das nicht. Die einzigen beiden... Oder die Einzige, die es vielleicht weiß, ich will nicht mal sagen, dass Max es weiß. Kathy weiß es mit Sicherheit. Aber wenn man die doch so sieht, dann will man das doch auch gar nicht, dass das irgendjemand von ihnen rausfindet. Sehr schön. Ich bin immer noch am Überlegen, wie ich hier hinten einen Pool in die Ecke quetsche. Es wird alles ziemlich eng. Ich fürchte, ich werde hier die Terrasse ein bisschen kleiner machen müssen. Ist zwar schön, so eine große Terrasse zu haben. Da kann man auch schön Partys drauf feiern, aber... Ich meine, die sollen auf jeden Fall... einen Pool haben. Ich meine, wenn wir schon mal 42.000 Simoleons zum Verprassen haben, dann will ich die auch für irgendwas ausgeben. Apropos für irgendwas ausgeben... Okay, Betten haben wir ja gerade gute, aber was ich auch mal austauschen könnte, ist die Dusche. Und wir könnten vielleicht auch mal noch eine... Wo ist denn hier sanitär? Und was ich auch mal gerne noch bauen würde, wäre eine Badewanne. So, sanitär. Das... Oh, nein, stopp. So, das da hätte ich gerne weg. Und dafür den Tisch dahin. Das sieht gleich schon mal, finde ich, ein bisschen wertiger aus. So, Duschen. Hier, genau, die hatten wir. Die hier ist sehr teuer. Aber wenn die hier Hygiene 5 hat, hat die Dusche hier Hygiene 7. Mildert den Stress, mildert Unbehagen und hat 8 Zuverlässigkeit, während die hier nur 3 Zuverlässigkeit hat. Also sie geht wesentlich seltener kaputt. Das sollte sich recht schnell wieder dann rechnen. Boah. Die ist natürlich... Aber eigentlich, wir haben es ja. Wir haben das Geld, wir haben den Platz. Also... Einfach mal hier so eine richtig tolle Eckbadewanne für 3000 Simoleons. Damit das Ganze jetzt hier ein kleines bisschen behaglicher aussieht im Badezimmer. Hätte ich gerne mal noch eine von diesen Lampen hierhin. Die sind natürlich jetzt sehr günstig, aber man muss ja nicht alles hier schweineteuer kaufen. So, Deko, ich hätte da mal gerne noch so eine Pflanze rein. Nee.
sowas hier schon eher, aber die ist zu groß. Die ist zu ausladend von den Blättern her. Vielleicht eher sowas hier? So können wir es doch lassen. Und gucken sie raus? Nee, die habe ich, glaube ich, gut platziert. Okay, da stecken sie ein bisschen in der Wand drin. Aber okay, oh, Cassandra verlässt uns für heute. Und Alexis hat das nächste Buch fertig geschrieben. Ja, aber das hier ist doch jetzt schon mal ein richtig schickes Badezimmer, oder? Also so langsam macht sich das Ganze hier. So, selbst veröffentlichen. Der Spiegel lügt. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Ich würde gerne hier das Badezimmer, den Raum, den würde ich gerne abspeichern, dass ich den auch für weitere Häuser direkt als Raum anfügen kann. Habe ich aber noch nie gemacht. Da muss ich gleich mal schnell gucken, wie das funktioniert. So, perfekt. Jetzt haben wir hier alles abgeschlossen. Jetzt schicken wir die mal noch ins Bett schlafen. Gut, Kathy geht schon. Cleo schicken wir schlafen. Alexis schicken wir schlafen. So. Und jetzt will ich hier mal gucken. Bei den Gebäuden. Gestaltete Zimmer. Gespeicherte Zimmer. Ich würde jetzt gerne ein Zimmer speichern. Wände und leere Zimmer. Nee, gestaltete Zimmer. Badezimmer. Kann ich das hier jetzt speichern? Ja, hier, jetzt habe ich das ausgewählt. Jetzt kann ich hier oben in meiner Bibliothek speichern klicken. Zimmer speichern, Grundstück speichern. Ich speichere jetzt das Zimmer. Typ Badezimmer. Name kleiner Luxus. Aber wir haben ja nur ein bisschen Luxus mittlerweile nur drin. Das Klo ist immer noch ziemlich... Naja, aber okay. Wert immerhin 6735, das ist schon ziemlich Luxus. Aber okay. Speichern wir jetzt mal ab und dann gucken wir mal, ob es gleich hier unten in unserer Bibliothek erscheint. Und ja, da ist es. Nee, das ist eine reine Notwendigkeit. Wo ist es denn? Wo ist es? Wo ist es? Ist es hier? Gespeicherte Zimmer? Ja, hier gespeicherte Zimmer, kleiner Luxus von KT288. Super. Könnte ich das jetzt auch hochladen, wenn ich will? Scheint nicht so. Schade. Aber das Grundstück kann ich auch speichern. Die Zauberhütte, Hüttenzauber hier. Einfaches Familienhaus. Wie viele Schlafzimmer haben wir denn? Wir haben 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. So. Und das würde ich jetzt gerne mal in der Galerie teilen. Hatte ich euch ja versprochen. Dann könnt ihr euch das ja mich jetzt auch runterladen. Es ist allerdings möbliert, daher ziemlich teuer mit knapp 57.000 Simoleons. Aber das könnt ihr dann ja auch bei euch im Spiel noch verändern und die Möbel rausschmeißen, damit sich eure Sims schneller leisten können. Also von daher könnt ihr euch das jetzt gerne auch runterladen. Die Origin-ID findet ihr in jeder Videobeschreibung von meinen Sims 4 Videos. Da steht die überall drin. So. Damit wisst ihr auch, wo ihr es finden könnt. Und ich habe hier endlich mal meine Schuldigkeit getan. Ich hatte das ja jetzt schon vor längerem versprochen, dass ich euch das mal online stelle. Und jetzt bin ich gerade froh, dass ich die Funktion gefunden habe, dass ich hier nicht irgendwie was drehen muss, dass ich erst die Sims rausschmeiße. So, aber damit verabschiede ich mich dann auch wieder für die heutige Folge. Und wir sehen uns morgen wieder. Also bis dann. Tschüss.